Mit einem Yoga-Block kann man drei sinnvolle Dinge anfangen und Übungen besser und effizienter machen. Die erste ist der Beinschwung. Das Bein durchzuschwingen wird lockerer, wenn ich das Standbein auf diesen Block stelle. Kann ich das andere Bein locker nach unten durchschwingen, oben stillhalten. Übung Nummer 1. Übung Nummer 2. Da die meisten von uns eine leichte Kopfvorhaltung haben, ist es in Rückenlage besser, den Kopf zu unterstützen. Den Rücken legen, Kopf auf den Block legen, mit den Armen den Kopf zwischen Block und Armen entlangrollen. Passive Mobilisierung. Sehr schöne Sache. Das dritte. Die meisten von uns haben Schwierigkeiten mit einem Strecksitz. Wenn wir so sitzen, ist der Rücken krumm. Wir kommen nicht gerade. Das ist leichter, wenn wir was höher sitzen. Yoga-Block unter den Po legen. Dann fällt es wesentlich leichter, gerade zu sitzen. Wir können die Beine besser dehnen. Das ist eine bessere und sichere Position für den Rücken.